Willkommen zurück zu Dunkle Schatten. Im letzten Part haben wir aus Versehen so einen ganz gefährlichen Dämon befreit, der dann anschließend, unser Dorf so ein kleines bisschen dezimiert hat. Jetzt dabei ist, die Welt zu dezimieren. Und im Moment spiele ich Christine, die sich jetzt auf die Suche nach Alex macht, der mitten in der Nacht einfach mal kurz verschwunden ist. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Auch nicht. Okay, das ist leicht offensichtlich. Alex, was machst du denn hier? Warum hast du mich alleine gelassen? Schau, ich habe ein einfaches Boot gebaut, während du geschlafen hast. Damit können wir von hier verschwinden. Verschwinden? Meinst du, das ist eine gute Idee? Naja, besser als auf dieser Insel zu vergammeln, oder? Hm. Du hast recht. Wir sollten von hier verschwinden und diesen Dämon suchen, von dem du gesprochen hast. Ja, das werden wir auch. Also dann, auf geht's. Entschuldigung. Server, der hat wieder nur ein HP. Zack. Steig ein und genieße das Meer. Du bist ja sehr optimistisch. Ich hoffe, wir verhungern nicht. Nein, ich habe aus dem Dorf... Ich habe aus dem Dorf mitgenommen, was ich noch an Essbarem finden konnte. Außerdem ein paar Tonic. 3 Stück. Immerhin besser als nichts. Zudem habe ich eine Karte der uns bekannten Welt. Wenn wir sie im Menü aufrufen, können wir genau feststellen, wo wir uns befinden. Also dann, auf geht's. Schauen wir gleich mal. Ich muss ja zugeben, Alex hatte erst nur wieder ein HP, weil mir der RPG Dunkle Schatten beim Starten, beim Weiterspielen abgestürzt ist und ich dann vom letzten Speicherpunkt aus wieder starten musste. So rum. So, was war das jetzt? Und so fuhren Alex und Christine einer unbekannten Zukunft entgegen. Ah. Na, das sieht doch schon besser aus. So, was ist das? Komischer Trank. Aha. So, wo bin ich? Da. Also, man darf nur in den blauen Kanälen fahren, okay. So. Ah. Karte aus. So. Mal schauen, was wir hier finden werden. Bienen! Ah, nein, noch eine Libelle. Stirb, Killerbiene. Ist klar. Mach Schaden! Geht doch. Gleich nochmal. Nicht so stark, aber... 18 EP, das ist mal ganz andere Zahl. Und das ist ja direkt eine Stadt, da können wir bestimmt wieder schlafen und unsere MP auffrischen. Ah, du überlebst das schon, Mädchen. Hey, Level Up. Dann gehen wir mal gleich in die Stadt rein. Hedanes. So. Wow, ein 6er-Zimmer mit Stühlen. Da kann doch jede Party steigen. Und speichern. Lass mich die Kisten plündern. Nichts. So, hast du was zu sagen? Willkommen in Hedanes, Fremder. Wir haben unser Dorf sehr schön hergerichtet, findest du nicht? Also meiner Meinung nach habt ihr es aber ganz schön übertrieben. Die ganzen Bäume in einer Reihe. Hey, das hat uns viel Zeit und Mühe gekostet. Spar dir deine Kritik lieber für etwas anderes auf.
Naja, eure Häuser sehen auch ziemlich billig aus. Ah, weg mit dir! Hey, jetzt sei mir bitte etwas freundlicher zu den Dorfbewohnern. Boah, bist du gemein. Ruff! Was haben wir denn hier? Dies ist das Haus des Bürgermeisters. Bitte nicht rein da. Ah! Schatz, kommst du? Huch, wer seid ihr denn? Verschwindet, wir haben etwas Wichtiges zu besprechen mit meinen roten Dessous. Guten Tag, ich bin der Bürgermeister dieses schönen Dorfes. Was führt euch zu mir? Wir sind auf der Suche nach einem Dämon. Ein Dämon? Ha, sowas gibt es bei uns nicht. Aber vielleicht haben die anderen Dörfer ja was gehört. Ein Dämon. Und nun geh bitte, ich muss noch etwas mit meiner Frau bereden. Schon gut, aber sagen Sie nachher nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Wartet, ihr könnt mir vielleicht einen Gefallen tun. Kommt drauf an. Nun, ich habe gehört, dass in einem kleinen Wald östlich des Gebirges... Entschuldigung. ...eine Diebin sich rumtreibt. Und? Naja, ihr könntet sie für mich vertreiben. Ich mag keine Diebe, die nachts hier rumschleichen. Tja, und was bekommen wir von dieser Mühe? Ihr wollt auch noch was dafür haben? Ihr sprecht mit dem Bürgermeister von Hedanis. Ihr könnt nichts von mir verlangen. Wenn, dann verlange ich etwas von euch. Ach Opa, träum weiter. Wir machen für dich gar nichts. Alex, reiß dich bitte zusammen. Wenn das so ist... Verschwindet aus der Stadt! Mit Vergnügen. Hier gefällt's mir eh nicht. Pah, hinfort mit euch! So ein gemeiner Bürgermeister. Drücken wir es mal so aus. Hast du gewusst, dass hier ein versteckter Durchgang zwischen den Bäumen ist? Wo? Oh. Irgendwo südlich von hier. Mehr verrate ich nicht. Okay. Und was wird mir das bringen? Ja, das sieht gut aus. Und jetzt, was jetzt? Hier ist ein Stein. Wir haben einen Stein gefunden. Wow, das hat es erst gebracht. Vielleicht kommt er noch. Da liegt etwas unter dem Busch. Wo? Ich kann nichts sehen. Ich glaube, das bildest du dir nur ein. Aber ich bin mir sicher, dass da etwas... Okay. Ich glaube, ich brauche irgendwas wie eine so Schaufel oder sowas. Hallo, liebe Itemverkäuferin. Hast du eine Schaufel für mich? Egal, das nehme ich auch. Nö. Auch nicht, nein. So, dann hauen wir erstmal weiter um. Hey, sag mal, du hast nicht zufällig einen Dämon gesehen? Nö. Daneben nicht. Yep. Du redest nicht viel, oder? Nö. Na dann mach's gut. Bye. Aha, aha. Ich bin Gärtner. Hätte ich bloß nicht diesen Job hier angenommen. Okay. Was ist ein Gärtner denn bitte auszusetzen? Ah, nein, scheiß Ausgang. Lass mich in die Waffenkisten und die Fässer gucken. Ich will was umsonst. Das ist jetzt ein... Hä? Ich hab die Items doch an. Ah, nein, okay. Holzschwert und Eisenstab. Her damit. Und... Boah, was eine Steigerung. So, was haben wir hier? Miau. Ist meine Katze nicht süß? Muss mal probieren. Nee. So, immer erst die Kisten. Ups. Was, ein Schild? Puh. Du kriegst auf jeden Fall mal
Ja, ich weiß, es ist kontraproduktiv, aber sie kriegt auf jeden Fall mal mehr zum Anziehen. So, noch was verkaufen. Schild. Weiß nicht mal, ob du jemals eine Zweihandwaffe bekommst, aber ein Schild ist schon mal was Gutes. Ein Schild kann man immer haben. So. Und jetzt gehen wir noch in dieses unerreichbare Haus, das uns dieser junge Mann hier durch seinen Geheimtipp offengelegt hat. Ich hoffe mal, es war ein junger Mann, sah zumindest mal so aus. Die Büsche kann man auch noch... Nein, da ist nix, okay. Da ist bestimmt was drin. Nein. Hallo Mädchen. Hey, wie kommst du denn hierher? Intelligenz? Wohl kaum, aber als Belohnung bekommt ihr einen Tipp von mir. Nördlich des Dorfes über dem Wald ist eine Klippe. Dort gibt es ein Grab. Ich habe gehört, dort soll ein Vampir begraben sein. Wenn ihr den richtigen Gegenstand findet und zu dem Grab bringt, erwacht der Vampir vielleicht. Und dann sagt er uns aus, was? Nein, danke, darauf kann ich verzichten. Wie du meinst, ist deine Entscheidung. Ein Vampir? Ein Vampir in der Gruppe? Ein Vampir-Boske? Wow. Ach Gott. Und? Wer kennt die drei? Links. Ha? Wer kennt sie? Ach du Schande, was ist denn hier los? Haben wir euch Vampirpack endlich? Macht euch auf ein qualvolles Ende gefasst. Falsch, ihr werdet ein baldiges Ende finden. Zurückbleiben, Leute, das kann kein großer Zauber sein. Lasst ihn verpuffen, danach ist der Vampir schwach. Wie amüsant ihr Menschen doch sein könnt. Aber nun verabschiedet euch voneinander. Ach du Heilige! Es wird doch besser. Ungeordneter Rückzug! Hey, wer zum Teufel seid ihr? Warte, muss ich... Ach man, da war noch eine Treppe in den Keller. Ist doch nur Aska Wallner und... Aisha... Keine Ahnung. Der ihr Name macht mir immer wieder Probleme. So, und das war's scheinbar. Naja, wir können immerhin speichern und ein wenig ausrüsten. So. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Schiff und eine Stadt. Bienen! Stirb, Biene. Nein, falsch rum. So, jetzt aber, komm, komm. Gehen wir erstmal in diesen komischen Tempel da oben. Oh, Entschuldigung, nicht komischer Tempel, alter Tempel. So. Okay. Okay, und dann... Damit haben wir den alten Tempel erkundet, meine Freunde. Weiter geht's. Gucken wir mal, ob wir die Klippe finden. Ich habe so keine Ahnung jetzt... Nicht mehr, wo sie... Ah, wahrscheinlich hier. Oben. Sein sollte... Aber so viele Möglichkeiten gibt es jetzt auch nicht auf dieser kleinen Insel. Stirb, Libelle. Ah. Und zack und zack. Wenigstens sind hier die Zauber nicht so teuer wie bei einem gewissen anderen Spiel, Secret of Mana, wo man immer direkt die Walnüsse fressen musste. Feuer gelernt. Ha. Ah ja, hier ist das Vampirgrab. Oh, muss ich nicht kurz durchkämpfen. Wunderbar. Yuga.
sehr seltsam. Dann brauche ich ein gewisses Item. Das ist ja nur eine Libelle. Stirb! So, mein Schiff. Was für ein schönes Schiff! So, was haben wir denn hier? Willkommen in Galbados, Fremde. Solange ihr keinen Mist baut, seid ihr herzlich willkommen. Das ist auch eine schöne Einstellung. So. Fässer. Der natürliche Freund des RPG-Helden. So, was haben wir hier? Noch mehr Fässer, Kisten, Schränke, eine schlafende Braut. Nicht falsches Ticket. Die träumen alle von Bienen. Das war wahrscheinlich jetzt ein ganz subtiler Hinweis, dass wir uns nicht das falsche Ticket für das Schiff kaufen sollen, weil wir sonst irgendwo landen, wo wir gar nicht hin möchten. So. Und hier habe ich jetzt ja mal gespeichert und denke, damit werde ich auch diesen Part vorerst beenden. Wir sehen uns dann im vierten Part. Bis dann und noch viel Spaß mit Dunkle Schatten.